Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Filia und wir spielen Bioshock. Und hier laufen überall Leute rum und reden und ich bin irritiert. Und, oh, da unten gibt's Sachen. Da gehen wir... Hä? Warum hast du mich verlassen? Also theoretisch gibt's da Sachen. Sachen, wo wir nicht hinkommen. Doch, wir kommen da irgendwie hin. Aber da muss man irgendwie da lang? Ein Geheimgang. Ja, da geht's lang. Okay. Sehr gut. Gut, dass uns das aufgefallen ist, dass es da blinkt. So. Was haben wir denn hier schönes? Wartungscode beim Markt. Okay. Ich habe herausgefunden, was die Röhren blockiert hat. Und du errätst nie, wo ich gelandet bin. Auf dem verdammten Farmers Market am anderen Ende von Rapture. Ich habe alles repariert und neue Dichtungen installiert. War eine ganz schöne Sauerei. Naja, egal. Der Code ist 0512. Für den Fall, dass du da mal rein musst, um was zu reparieren. 0512, da sind wir doch bestimmt schon gewesen, oder? Oder ist das hier irgendwas? Kann man Tagebücher auch später nochmal wieder lesen? Also geordnet? Nicht nur das letzte immer oder so? Oh Gott. Erstmal wieder hier hin. Haben wir den schon, hatten wir den... Ja, wir hatten den gedingst. So, achso, wir brauchen davon gar nichts. Okay. So. Oh, der ist ja fast tot. Der ist einfach so gestorben. Wie doof ist das denn? Hat er auch eine Little Sister noch irgendwo? Eine Little Sister gibt es ja also nicht zu. Schade, Schokolade. Jetzt können wir hier diese Sachen... das Ionengel einsammeln. Ich verstehe. Das konnte man ja vorher nicht so wirklich einsammeln. Und ich habe gedacht, das bräuchten wir. Kann man hier neue Sachen bauen? Autohacker. So, 50-50. Gut, dann... schade, dass der keine Little Sister dabei hatte. Oh Gott, lass mich doch... Erschreck mich doch nicht so, du Blödkopf, du. Was ist das denn für einer? Nettle Splicer, sind die... Die sind echt schwer geworden. Kann das sein? Langsam wird das Spiel... Moment, ich wollte Eve spritzen, genau. Wenn der Kopf nicht angewachsen ist. Ah ne, wir hatten hier nur so eine Munitionsdingens, ne? Scheiße. Wo laufen denn hier Leute rum? Ich höre doch die ganze Zeit Schritte. Gab es hier nicht irgendwo so eine... Ich höre doch Musik hier. Hier ist doch irgendwo bestimmt... Da glitzert's? Warum glitzert es da? Ah, Splittergranate, okay. Aber eigentlich... Ah, hier, Verbandskassen können wir gebrauchen. Gab es hier nicht irgendwo so einen Verkaufsladen? Schade, gab es nicht. Okay. Hätte ja zu schön sein können. Ich brauche nämlich eigentlich dringend hier, eine Eve-Spritze. Oder mehrere. Gab es hier drin welche? Nee. Hier drin auch nicht. Ich höre immer noch Schritte. Oder irgendwelche Leute, die irgendwo gegenhauen oder so. Ist das ein Bug? Oder ist da wirklich jemand? Nee, hier kann man keinen. Okay, ich hätte ja sein können, dass man da welche kaufen kann. Hier höre ich Schritte irgendwo. Von der Seite. Aber hier sind ja keine. Das ist bestimmt ein Bug, oder? Wie? Mann, ich brauch... War hier nicht irgendwo so ein Verkaufsladen? Und ich höre wieder einen Big Daddy. Ah, da ist einer. Ein alleiniger Big Daddy, okay. Aber wir machen mal ein Foto von dem. So, haben wir das schon mal? Okay. So, wir laufen jetzt mal hier lang.
Moment, wir haben doch hier eine Map. Da steht doch, guck mal, da. Ist das hier nicht so ein, Verkaufsautomat? Wieso haben wir den nicht gefunden? Der muss doch hier sein. Hier muss ein Verkaufsautomat sein, laut Map. Sind wir daran vorbeigelaufen? Ich höre Schritte, aber hier muss... Hier ist ein Verkaufsautomat. Wo ist denn hier ein Verkaufsautomat, bitte? Hier ist so ein Muni-Verkaufsautomat. Nein, ich will auf die Map, so. Hä? Ach, hier! Och, oh Gott, wie peinlich. Okay, den haben wir doch schon gesehen gehabt. Was kann man hier? Ankauf? Man kann ihn kaufen? Nein. Ich glaube, das heißt ganz normal Geld ausgeben, oder? So, wir müssen schnell nach oben. Wir haben verkackt. Wir haben verkackt. Gut, dann hacken wir den halt mit dem Autohacker. Mann, ich habe am Anfang gedacht, boah, ist das einfach. So, jetzt haben wir wieder genug Eve-Spritzen. Ionisches Schrot brauchen wir nicht so häufig. Filme auch nicht. Verbandskassen finden wir ständig. Gut, das war's dann. Ich könnte mir nochmal Pistolenkugeln kaufen. So. Ah, hallo. Na du? Was ist denn das für einer? Ein Spider-Splicer. Na komm. So. Und ich höre immer noch die Schritte. Nee, da ist auch nichts. Sehr mysteriös. Okay, so, jetzt sind wir bereit. Jetzt können wir endlich da lang gehen. Hoffe ich, dass wir bereit sind. So, da haben wir den Big Daddy. Komm, den besiegen wir jetzt mal. Falsche Waffe. So. Wir machen nochmal voll. Oh, hallo, guck mal da. Genau, mach den erstmal kaputt. Wir verstecken uns so lange mal. Wieso sieht der mich? Ah, cool. Ich bin begeistert. So, wir retten dich. Hä? Retten. So. Hallo, retten. Ich möchte dich retten. Doch. Oh, eine Blonde. Mann. So ein Pseudo-Jesus läuft hier rum. Vater, warum hast du mich verlassen? Bitte, gern geschehen. Übrigens. So. Gut. Wo waren wir stehen geblieben? Wir müssen... Ach nee, wir müssen ja jetzt Sachen finden. Wir müssen ja jetzt gar nicht mehr dahin, ne? Sind wir schon fertig? Moment. Nein, wir brauchen Ionengel. Oh Gott, wir müssen so viele Sachen machen. Drahtbügel brauchen wir. Nitroglycerin haben wir. Aber wir brauchen noch Ionengel. Und dann brauchen wir, müssen wir... Und dann überlassen wir den Kern. Okay, gut. Also, wir brauchen noch Stuff. Dann gehen wir jetzt mal hier lang, weil da waren wir noch nicht. Hallo. Eine Lagerkiste. Und was haben wir hier? Ionengel. Sehr gut. Hier haben wir noch eine Leiche. Und da läuft einer rum. Nee. Oh, ein Spider-Splicer, der uns noch nicht gesehen hat. Und da auch irgendwie an der Decke hängt. So, was haben wir hier? Oh, Verkaufsautomaten, sehr schön. Und eine Leiche. Oh, oh. Wie gemein. Oh Gott, ach, da kommen jetzt immer welche raus. Ja, okay, ich lasse es. Ich hatte mich schon gewundert, warum man den nicht hacken kann. Jetzt weiß ich warum. Hier ist bestimmt warm. So, wo geht's denn da lang? Da geht's nach da unten. Dann gucken wir erstmal, was das hier so ist. Würde ich sagen. Oh, hallo. Kriegen wir wieder ein Geschenk? Sehr schön. Der, der uns gerettet hat. Ja, der bin ich.
So, was haben wir denn hier noch für Sachen? Attentäterin. Ich eine Attentäterin? Ach, das ist die, okay. Das ist köstlich. Ich hätte vielleicht mitgemacht, könnte ich mir vorstellen. Toll, warum habe ich mir Spritzen gekauft? Der genetischen Manipulation, dass ich bin. Ich habe ganz vergessen, dass ich einst an diesen Ort geglaubt habe. Ich habe an Ryan geglaubt. Doch als es eng wurde, glaubte Ryan nicht mehr an Rapture und an den großen Zusammenhang, die große Verkettung. Er glaubte nur an die Macht. Und jetzt ist dieser Ort im Arsch. Ja. Weg. Oh nein. Schlimmer als weg. Sie ist jetzt eins von diesen Dingern. Bin ich also eine Attentäterin? Tja, das kann man nur auf eine Art rausfinden. Oh Gott. Von ihre Tochter ist eine Little Sister geworden. Jetzt kann ich verstehen, warum die so attentäterisch drauf war. So, okay, dann gucken wir mal, was dieser Gatherer's Garden hier im Angebot hat. Gibt's irgendwelche neuen Sachen? Oder nur noch Verbesserungen? Oh, so viel. Oh Gott, so viel Auswahl. Okay, Wending Expert. Verringert massiv die Preise an Verkaufsautomaten. Meins. Kostet auch nur eins. Ist ja easy. So, Sonic Boom benutzen wir eigentlich nie. Was gibt's sonst noch hier so preiswert? Nichts mehr. Okay. Hacker's Delight. Na, nee. Wrench Lurker. Dämpft deine Schritte und erhöht bei Ahnungslosen geht da massiv den Schaden durch Nahkampfangriffe. Das haben wir ja auch noch nie gemacht, ne? Verbandskästen verleihen auch Eve. Ja, okay. Abfackeln 2. Elektrohaut. Sie nehmen weniger Schaden durch Elektrizität. Sie fügen bei elektrischen Angriffen mehr Schaden zu. Machen wir oft elektrische Angriffe? Zählt der Electric Blast als Angriff? Hacking Experte 2. Das ist eine gute Sache. Komm, wir gehen hier. Shorten Alarms. Kommt eh nicht oft vor. Elektrobolt 3. Das ist natürlich geil. Okay, gucken erstmal, was es sonst noch so gibt. Insektenschwamm haben wir nie benutzt. Winterblast, da kann man die nicht mehr looten. Das haben wir auch noch nie benutzt. Das haben wir auch irgendwie noch nie benutzt. Gesundheitsupgrade. Das sind natürlich hier wieder zwei Sachen, die super gut sind. Wir könnten uns eigentlich mal wieder einen Plasmid-Slot leisten. Ja, finde ich auch. Was können wir denn da reintun? Okay, auch nicht schlecht. Zorn, Winterblast, Sicherheitssender. Wir haben noch gar nicht so viele, ne? Sehe ich jetzt gerade. Können die so einen Sonic Boom? Ach, den werden wir wahrscheinlich eh nie benutzen. Zorn, wenn das ganz viele sind, das wäre vielleicht nicht schlecht. Den können wir ja mal testen. Ja, ja, wir wissen, was da passiert. Bringen Sie Ihre Gegner in Rage. Sie lachen, während die aufeinander losgehen. Ahaha, wie lustig. Okay, gut. Ja, dann würde ich sagen, davon gab es jetzt irgendwie keine Verbesserung, ne? Was nehmen wir denn dann? Electrobolt? Lange Betäubung. Meins. So. Okay, was haben wir sonst noch hier? Winterblast? Ne, wie gesagt, das wollten wir gar nicht. Techniktonika, das sind ja die, die beim Hacken helfen, ne? Und da das ja langsam schwer wird, verringert die Dauer, verringert den Geschwindigkeitsgrad beim Hacken von Safes und Komboschlössern. Okay. 2 Überlastungsplatten weniger. Beim Hacken, ja, auch nicht schlecht. Wending-Expert braucht man nicht. Hacking-Experte. Eine Alarm. Okay, wenn wir. Ja. 2 Alarmplatten weniger beim Hacken. Jetzt ist es langsam sinnvoll, dass wir dieses benutzen. Am Anfang habe ich ja gedacht, wozu brauchen wir das denn? Okay. Brauchen wir sonst noch was? Wir haben noch richtig viel, was wir ausgeben können. Und ich weiß gar nicht, ob noch so viel Level kommen. Wir könnten auch noch mal ein Körpertonikum. Was haben wir denn da noch so? Verbandskästen verleihen etwas mehr Gesundheit. Sie bewegen und schwingen die Rohrzange schneller. Noch schneller. Verbandskästen verleihen auch Eve. Das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Komm, das nehmen wir mal. Gab es hier nicht noch ein zweites? Auch eine Menge Eve. Komm, kaufen wir. Wenn schon, denn schon. Jetzt gehen wir mal hier richtig Kohle aus. Kampftonika-Slot, okay. Erhöht den Rohrzange. Statische Entladung, haben wir das Bessere. Dämpft deine Schritte und erhöht... Ja, okay. Frozen Field. Sie nehmen weniger Schaden durch Kälte. Haben wir bisher Frozen Field 2. Ah, das können wir ja quasi... Dann kriegen die Elektroschock und die gefrieren. Erhöht Schadensboni durch Forschungen. Erhöht... komm, wir nehmen... Ne, haben wir denn alle schon? Ja.
Wir haben schon alle. Dann nehmen wir doch hier das hier. Und tun das da rein. So. Jetzt haben wir noch 40. Ich weiß nicht, ob wir Schaden hinzufügen, wenn wir den Electrobolt benutzen. Da müssen wir vielleicht mal drauf achten. Aber wenn die bei uns in der Nähe sind, dann kriegen die ja Schaden. Ja, komm, das nehmen wir. Was haben wir denn hier? Machine Buster? Photographer's Eye, statische Entladung, Körperpanzerung. Komm, wir nehmen dann das doch mal. Vielleicht bringt das ja was. Vielleicht bringt das ja was. So, wir haben Sonic. Nee, Electro Ball 2, okay. Ja. Gut. Wo müssen wir lang? Wo waren wir noch nicht? Hier waren wir noch nicht. Okay, dann gehen wir mal hier hin. Hier kommt man irgendwie nicht vorbei. Muss ich hier irgendwas machen? Wahrscheinlich komme ich da noch nicht vorbei. Und hier kommen wir dann... Was haben wir denn hier Schönes? Ionengel. Ach, das brauchen wir jetzt gar nicht mehr, ne? So, haben wir jetzt hier einmal rumgesehen. Okay. So, da kommen wir irgendwie noch nicht durch. Oh, was haben wir denn hier? Napalm. Ach, brauchen wir nicht. Okay. Okay, also hier kommen wir wahrscheinlich jetzt mal wieder irgendein Rätsel zu lösen, wie wir da reinkommen. Vielleicht geothermische Steuerung. Hier ist es, glaube ich, auch sehr, sehr warm. Ja, wir gehen einfach mal hier so lang. Da haben wir noch so eine Genbank. Okay, die brauchen... Ich habe Schritte gehört. Oh! Wie gemein! Oh Gott. Hallo? Wie unverschämt ist das denn? So viele hintereinander. Okay. Wir müssen da erstmal langlaufen, weil wir, glaube ich, nicht so eine weite Reichweite haben. So. Was gibt's denn hier? Was haben wir denn hier so? Ach, MG-Patronen. Wer braucht denn sowas? Das brauchen wir schon. So, was haben wir hier? Stickstoffgranate braucht man nicht. Ach so, Moment. Wir müssen da noch weiter gucken. Was haben wir denn hier? Eine Lagerkiste mit Kontaktminen. Das können wir alles nicht gebrauchen. Aufzugschalter. Können wir den Aufzug rufen? Okay, das versuchen wir gleich mal. Was haben wir denn hier noch? Ach, hier geht's dann wieder raus. Wo kommen wir dann hier raus? Ach so, hier kommen wir raus. Human-Van-Station. Die könnten wir mal versuchen zu hacken. Ach, die scheint auch einfach zu sein. Dann hacken wir die doch mal. Hallo? So. Was ist denn daran bitte einfach? Warte, so. Dann nach oben. Dann nach... In die Richtung. Dann nach oben. Und dann geradeaus. So, fertig. Yay! So, da würde ich sagen, auf jeden Fall nochmal ein Autohacker. Obwohl, wenn die jetzt alle so einfacher sind... So. Entschieden. Und die. Und das haben wir eh alles nie gebraucht hier. Und da eigentlich brauchen wir auch nichts von so. Wobei, warte mal. Haben wir... Moment, wo konnte man nochmal gucken, was man alles ausgerüstet hat? Nee, das war hier nicht. Hier ist doch so eine Gen-Dingenskirchens gewesen. Warte, wo war die denn da? Da gehen wir mal hin. Und gucken mal. Wir hatten doch hier... Haben wir Hacker's Delight ausgedingst? Nein, aber wir haben Hacker's Delight... Nee, haben wir gar nicht. Was war denn das nochmal? Können wir das vielleicht gebrauchen? Eine Splittergranate. Wenn der Kopf nicht angewachsen wäre. Ach so, man erhält Gesundheit und Eve. Ach, Quatsch, braucht man nicht. So. Okay, haben wir hier alles gesehen? Gibt es hier irgendein Geheimnis zu entdecken oder sowas? Ja, doch, da, diesen Aufzug. Genau, da war doch was. So, den benutzen wir jetzt mal. Den benutzen wir jetzt. Okay, das funktioniert leider nicht. Und bei dem auch nicht. Schade. Schade, schade, schade. Ich habe gedacht, der bringt uns jetzt irgendwie sonst wohin. Müssen wir hier irgendwas machen? Nee, leider nicht. Hier sind bestimmt irgendwelche Rätsel zu lösen, die ich nicht lösen kann, weil ich zu blöd bin. So. Nee, hier waren wir. Dann geht's hier lang. Gut.
So. Gut, dann... Oh Gott, ich habe mich so erschrocken. Müssen wir hier lang, ne? Da ging es lang? Ja, da ging es lang. So. Oh. Hier ist irgendwo ein Wal, ich höre ihn. So, dann gehen wir mal hier weiter. Oh. Was ist denn hier passiert? Das ist doch eine Falle. Ja, eine Falle. Oh Gott, ich hab Angst, ich hab Angst. Was ist passiert? Irgendwie gar nichts. Aber hier ist doch irgendwas. Hier ist eine Falle. Das ist definitiv eine Falle. Hier passiert doch gleich was. Oh Gott. Oh Gott. Okay, je weiter ich nach da gehe, desto... Und dann geht wahrscheinlich jetzt gleich nochmal das Licht aus. Ich hab dich durchschaut. So, und dann kommen 1 Million Monster. Moment. Hä? Nee, ich muss in die Richtung, ne? Alles leere Leichen, wie unverschämt. Ah! Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Stirb endlich! Hallo? Oh Gott! Ein Mann baut eine Stadt auf dem Meeresgrund. Das ist ein Wunderwerk. Der Mann ist zufällig an Bord eines Flugzeugs, welches genau über dieser unterseeischen Stadt abstürzt. Leute. Das ist wahrlich das viel größere Wunder. Ja, ich wundere mich auch über diesen Zufall, aber trotzdem, das... Was hat denn das jetzt hier mit diesem Angriff zu tun, Mann? Oder willst du mir da was mit erzählen, hä? Ist das kein Zufall, dass ich hier gelandet bin, ja? Ja, ja, ja. Bin ich der Messias? Oh, ich höre einen Big Daddy. Warte mal, wo bin ich denn jetzt angekommen? Ah, hier, okay. Ah ja, da haben wir ihn doch. Oh, wie schön, kein Rückzug, kein Rückzug, kein Rückschlag. Sehr toll, gefällt mir sehr gut. So, kleine Little Sister, ich rette dich jetzt. Doch, doch. Ein kleiner Fuß. So, jetzt haben wir alle... Schon wieder? Achso, ich war schon lange nicht mehr in einem Gatherer's Garden. Kann das sein? Okay, sehr cool. Was haben wir da? Ich erzähl dir mal was über diesen Keyboards und die ganzen anderen Universitätsfuzzis. Die sind ja so schlau. Meinen sie jedenfalls von sich. Also, ich habe dem Typ letzte Woche ein paar Drinks eingeflößt. Und auf einmal erzählt er mir, der Schlüsselcode zu seinem Büro wäre das Datum des Australia Day. Also gehe ich jetzt jede Woche ganz vorsichtig rein und nehme mir ein paar Piepen aus der Kasse. Der Australier kriegt das nicht mit und ich sag's ihm bestimmt nicht. Er hat echt eine Menge verrücktes Zeug da drin. Vielleicht, na, vielleicht werde ich eines Tages gieriger. Okay, das war mal wieder ein Code für irgendwas, was wir wahrscheinlich schon gehackt haben. Oh, wir haben ja gar keine einzige... Doch, da, okay. Wir müssen schnell... Ah ne, wir können auch noch da unten lang. Gut. Wir müssen geradeaus, dann müssen wir um die Kurve, dann müssen wir geradeaus, dann müssen wir um die Kurve, dann müssen wir nach oben, nochmal nach oben, dann so. Das ist schon mal alles gut. Dann so und dann nochmal gerade. Ja, nimm mal den hier. Fertig. Der war gar nicht so schwer. So, dann kaufen wir nämlich nochmal ein paar Pistolenkugeln. Oh, wir haben zu viel gekauft. Okay. Ich habe die Orientierung verloren. So, Moment. Da kann man hier nur einmal rumgehen? Oder wie war das? So?
War's das? Oh Gott. So. War's das hier drin? Ne, hier geht eine Treppe hoch oder runter. Moment. Wo denn? Hier irgendwo? Ach, hier. Okay. Ach so. Ah, okay. Oh Gott! Ist das hier ein neuer Trend, dass ihr euch totstellt, ja? Du Blödmann. Ey! Okay, jetzt habe ich Angst vor toten Splicern, offiziell. Das heißt, ich werde die jetzt jedes Mal Electrobolten müssen, oder was? Das finde ich jetzt ein bisschen doof. Oh, hier geht's lang, hier geht's irgendwie lang. Nicht? Okay, hier geht's doch nicht lang. Die machen wir mal vorsichtshalber kaputt. So. Oh, der ist vollgepackt. Mit tollen Sachen. So. Der ist bestimmt auch noch lebendig, oder? Und der auch. Oh, panzerbrechende Pistolenkugeln brauchen wir nicht. Okay. Okay, oh Gott, der war tot. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte ihn Electrobolten. Achso, Zorn. Ah, das haben wir ja auch noch. Nein, wo ist denn... Hallo, wo haben wir denn... Ach, auf F3, okay. Nein. Ach, Electrobolt ist auf F5, okay. Ich hoffe, das ist kein... Okay. Ah, da steht doch jemand. Was steht ihr denn da so? Was steht ihr denn da so rum? Was soll das? Wieso ist das kein... Was ist mit dem da? Oh Gott. Ach, du auch. Aber der stand da so rum. Ich meine, das ist ja aufgefallen. Oder? Ey, ey, ey. Falsche Pistole. Hier, so. Oh Gott, Nudini. Schnell ein Foto machen. Weil die trifft man immer so schwer. Ach Gott, da gibt's ja kaum noch was für. Wo ist er hin? Da. So. Houdini-Splicer. Okay, der... Ach, Verbandskasten. So, was du bist... Oh, so viele Sachen. Und ich brauch das alles gar nicht. So, okay. Pepprige. Yay. Njam, 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 njam. Ein Aktenschrank mit diversen Sachen, die wir benutzen können. Okay. Eine Gen... hallo? Darf ich da irgendwie nicht näher kommen? Ich habe so ein bisschen Angst. Was ist denn das? Der Trennschalter ist hier drüben, jawohl! Warum kann sich Ryan nicht selbst um diesen Scheiß kümmern? Weil Mr. Ryan Wichtigeres zu tun hat, als für Loyalität in seinen Reihen zu sorgen. Bestell Fontaine schöne Grüße, du dreckige Ratte. Was ist das für ein Schalter hier? Oh Gott, ich sehe gerade, wir sind schon 28 Minuten unterwegs. Ach, da unten ist Strom und den kann man jetzt hacken oder was? Okay, das machen wir in der nächsten Folge. Das war jetzt eine extra lange Folge, so als, ich weiß auch nicht, so als extra. Ich weiß gar nicht, welcher Wochentag heute ist, deswegen zum Feier des Tages, dass wir heute den Wochentag haben, den wir heute haben. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!